Damit hallo, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem etwas späten Fortnite-Video, bevor das Update morgen oder heute am 6.8. online kommt. Wenn ihr neu seid, lasst gerne mal ein Abo da, aktiviert auch gerne die geile Glocke und lasst auch gerne mal ein Like da. Dankeschön. Wie ihr seht, habe ich das Video in dem letzten Livestream aufgenommen. Dann auch nochmal Kuss an jeden einzelnen von euch, der dabei war, der ein Like da gelassen hat, der meinen Kanal abonniert hat und auch der einfach so da war, ohne was in den Chat zu schreiben. Dankeschön. Fangen wir auch schon direkt in Fortnite an. Und zwar hat jeder Fortnite-Spieler das bekommen. Und zwar diesen Screen, wenn man sich diesen Skin gekauft hat, mit der Nachricht Epic Games. Wir haben einige mögliche Fehler bei diesem kosmetischen Gegenstand festgestellt. Falls du mit diesem Kauf nicht mehr zufrieden bist, kannst du vor dem 9.4. jederzeit eine Rückerstattung über die Funktion im Spiel beantragen. Verbrauch einer regulären Rückerstattung nicht möglich. Danke fürs Spielen. Schreibt mal gerne rein, was ihr vermutet, was hier an diesen Skins vorgenommen wurde. Also, ich selbst weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann geht's auch schon weiter auf Twitter. Das Update für heute, dem 6.8., wurde nun bestätigt. Und das habe ich euch vorhin in meinem Video gezeigt. Gerne das letzte Video abchecken. Wurde für heute 10 Uhr bestätigt. Das ist halt eine andere Zeit, aber das bei uns deutsche Zeit ist 10 Uhr. Dieser neue Kollaps, neue Shop, eigentlich wissen wir das schon. Nur hier Fall Guys, dazu gibt es halt auch einen kleinen Trailer. Für uns hier Downtime für das heutige Update wurde bestätigt 10 Uhr. Dann gibt es hier den Mini-Trailer zu Fortnite X Fall Guys Collab. Zeige ich euch einmal. Ohne Cam einmal clean. Was ich vermute ist, dass wir diese Animation, die Fortnite-Charakter da drauf haben, dass wir die vielleicht bekommen oder dass wir, oder schreibt mir, ja, ihr müsst mal ein paar Sachen schreiben, was ihr vermutet, was bei dem Skin verändert wurde und gerne auch schreiben, ob es diese Fortnite-Animation schon in-game gibt, also wie die Spieler da laufen, weil ich könnte vielleicht denken, dass es vielleicht die Star Wars-Animation ist, von Darth Vader vielleicht, keine Ahnung. Was gibt es dann noch? Okay, da ist schon mal eine Begründung. Das Bild hier zeigt Sachen an, die man nicht selber erstellen kann, scheinbar. Ja, okay. Also wenn man sich das Bild genauer anschaut, ich habe hier die Fleisch, also ich habe mir die hier gekauft, Fleisch, weil es hier einige Sachen gibt, die man selber nicht einstellen konnte. Keine Ahnung. Und wie gesagt, das morgige Update oder das heutige Update kommt auf jeden Fall. Und ob FNAF reinkommt, also das Horrorspiel, also die Figuren von dem Horrorspiel, weiß ich nicht. Und die Downtime wurde, wie gesagt, bestätigt. Und ja, schreibt mir mal gerne rein, was ihr zu den ganzen Sachen sagt. Gerne auch noch, bevor die neue Season 4 startet, die auch die letzte Season ist in diesem Kapitel, mein Creator-Code nutzen, falls ihr euch den Battle Pass kauft oder euch andere Sachen kauft, denkt dran an meinen Creator-Code. Und hier kommt ihr jetzt noch zum letzten hochgeladenen Video, das ich persönlich hochgeladen habe. Gerne das Video auschecken und
das war's. Haut rein. Ciao, ciao.